immer ins Schwarze treffen. Das ist das Ziel. Beim Jungfüchse-Pokal der Adlershofer Füchse vom PSV Olympia zeigen Nachwuchsathletinnen und Athleten, ihr könnt mit der Luftpistole oder dem Gewehr. Und das ist viel schwieriger, als es auf den ersten Blick vielleicht aussehen mag. Ruhig zu bleiben, Tatsache. Also wenn man einen Schuss gemacht hat, der so ein bisschen schlechter war für einen, wirklich das Mentale auch zu haben, nicht gleich auszuflippen oder gleich zu heulen, sondern gleich ruhig zu bleiben, gucken, wo war der Fehler und dann weitermachen und das zu verbessern. Geschossen wird ausschließlich im Stehen und mit ausgestrecktem Arm aus einer Entfernung von 10 Metern zur Zielscheibe. Wichtig sind hierbei vor allem Konzentration, Körperbeherrschung und Kontrolle. Für einen Treffer in die 11,5 mm große Mitte der Scheibe erhält der Schütze oder die Schützin 10 Ringe. Wer nach 20 bis 60 Schuss, je nach Altersklasse, die meisten Ringe geschossen hat, hat gewonnen. Nach dem gleichen Prinzip geht es für die Luftgewehrschützinnen und Schützen in den Wettkampf, nur dass ihre 10 um 11 mm kleiner ist. Es ist einfach diese Konzentration, dass man einfach, wenn man auf dem Schießstand steht, ein komplett anderer Mensch ist, finde ich so. Man ist, man konzentriert sich, man hat ein Ziel, was man verfolgen muss. Auch wenn im Luftpistolenschießen die Gäste aus Sachsen und Brandenburg in allen Disziplinen die Nase vorn hatten, konnten die Gastgeber doch einige Erfolge im Luftgewehr feiern. So erreichten Maria Kanzler, Jasmin Zipfel und Tim Müller das Finale der besten 8 Junioren und Jugendlichen, wo sie Plätze 5 bis 7 belegten. Außerdem sicherte sich Maria Kanzler den Sieg bei den Junioren, aber dabei soll es nicht bleiben. Denn das Ziel, auf das alle anwesenden Schützinnen und Schützen hintrainieren, ist ein ganz anderes. Ja, bei uns ist immer das Ziel, dass sich möglichst viele für die deutsche Meisterschaft qualifizieren. Und da sind in Kürze die Wettkämpfe, die Qualifikationswettkämpfe. Und wir hoffen, dass wir sie bis dahin gut vorbereitet haben. Und dazu dient auch dieser Wettkampf hier, das zu üben. Doch bis zu den deutschen Meisterschaften im August liegt noch eine Menge Arbeit vor ihnen. Trotzdem beweisen die Schützinnen und Schützen schon im jungen Alter ihr ausgereiftes Talent an den Schießständen. Dabei verlieren sie ihr Ziel nie aus den Augen und lassen es ganz einfach aussehen, wenn sie immer wieder direkt ins Schwarze treffen.